Ich habe Signale. Leute vom Bluesmus, da sind wir mal nach Oberhausen und dann sehen wir unseren großen Freund Henrik Freischlader wieder. Es ist 2018. Und wenn ich gut erinnere, ist das 7 oder 8 Jahre her, dass du mal bei uns zu Gast gewesen bist. Und da haben wir gesprochen über die Zukunft von Henrik Freischlader. Und mittlerweile hast du schon 2 neue Konfigurationen in Bands gehabt. Einmal ein Trio und jetzt wieder mit 5, noch etwas größer nochmal. Bist du jedes Mal Suchenden oder ist es nur Spaß, dass du etwas anderes probieren möchtest? Oh, ich glaube erstmal Spaß. Es ist ja immer schön, irgendwas Neues zu probieren und dann merkt man aber vielleicht auch, dass es nicht so richtig passt oder dass man eigentlich nach was anderem sucht. Und es ist generell, glaube ich, schwierig, wirklich die Leute zu finden, mit denen man gerne jahrelang unterwegs ist, ne, und gerne Musik macht und mit denen man auch so abseits der Bühne viel Spaß haben kann. Und ich denke mal, die habe ich jetzt gefunden. Ja, man sagt mal, Musik machen ist eine, aber auf Tour, dann könnte man die Leute schon richtig im Gehirn schauen, was die mögen oder nicht. Musikalisch, eine neue CD ist wieder her, Making the Puzzle. Hands on the Puzzle. The Name der CD, das Album, kommt nicht zurück in einen Song. Das ist schon, normalerweise ist das jedes Mal ein Song drin. Und wenn ich habe die CD noch nicht gehört, muss ich sagen. Aber wenn ich die im Netz eingerührt habe, dann sehe ich die Songtitel. Und das denke ich, Henrik ist ein bisschen, nicht böse, aber kehrt sich gegen die Konsumgesellschaft, dass die Leute wieder nachdenken sollen, was sie. Ich habe den Eindruck, dass die Songs eine kleine Anklage gegen die Konsumgesellschaft sein. Mensch macht das wieder etwas selber, wenn ich Animal torche, das sind nicht die üblichen liebe Sachen über Bluesliebe und wenn sie morgens aufwachen, sie was wieder weg. Ja, stimmt vielleicht, aber wir haben ja auch aktuell so eine Zeit, wo mal irgendwas gesagt werden muss, ne, von dem, was in einem vorgeht und gerade auch die Dinge beklagt, die man selber auch zu beklagen hat. Und ich finde schon, dass man immer was aussprechen muss, dass man besonders als Künstler andere Leute darauf hinweisen muss, was gerade so passiert oder zumindest seinen eigenen Standpunkt dazu musikalisch und auch textlich zum Ausdruck bringen muss. Ja, da bist du eine große Gesellschaft, weil große Künstler, die sagen, es muss ein bisschen wehtun, wenn ich etwas schreibe. Die Leute müssen nachdenken, was sie machen. War da auch ein letztes Jahr, ich habe da ein Video gesehen, ein T-Shirt mit einem Fernseher, da ist ein Stecker daraus gezogen, dass die Leute mehr nachdenken sollen und nicht blöd in die Röhre klotzen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich möchte ja jetzt durch das, was ich mache, niemanden erziehen, sondern eigentlich für mich selbst den Stecker ziehen von vielen, wo ich auch mitgemacht habe. Ne? Also zum Beispiel Facebook und Twitter und die ganzen sozialen Medien. Und wenn man sich dann so darauf verlässt, dass man immer irgendwas von sich selber postet, dann liked das irgendjemand und dann kommt vielleicht mal irgendwann jemand zum Konzert oder aber vielleicht sogar auch nicht, weil es auf YouTube eh genug gibt und so. Dann ist das irgendwie so eine komische Fake-Welt, in der man gar nicht mehr so gerne lebt, finde ich. Weil das auch die Menschen eigentlich nicht verbindet, sondern eher auseinanderdriften lässt. Weil das sind dann nur noch so Profile, die sich aber gegenseitig gar nicht wirklich kennen. Also die gehen nicht zum Beispiel in eine Kneipe, rauchen eine und trinken ein Bier zusammen oder so, wenn man das ja wahrscheinlich auch eh nicht mehr darf, so gut wie nirgends. Also ich denke, das muss alles wieder so ein bisschen zurück zum Echten. Und es ändert sich ja nichts an der Musik oder am Zusammenleben, sondern im Gegenteil, es wird ja eigentlich nur noch wieder kleiner und dadurch intensiver. Also wir haben gesprochen über die Tour, die Oldschool ist, dass man wieder mit Menschen reden soll, anstatt nur auf einen Daumen zu drücken auf Facebook. Aber Henrik ist nicht der Dorfpfarrer, der jeden überzeugen möchte von seinem Gerät. Man muss das selber hinten kommen, was gut für ihn ist. Ja klar, nö, bin ich nicht. Nee, aber ich denke, viele Leute fühlen das. Genauso. Und vielen Menschen ist langweilig. Und das finde ich zu Recht.
weil die Kapazität der einzelnen Menschen viel größer ist, als einfach nur im Internet zu verweilen und da auf irgendwas rumzuklicken. Also man muss schon auf eine Art und Weise den Stecker ziehen, um auch einen großen Schritt zurückzugeben, gehen, um auch wieder zu fühlen, was man überhaupt so in der Hand hat selber. Ja, ich bin da zweierlei, weil unsere Show, die ist im Internet ganz groß und man muss dann ein bisschen PR machen, aber man kommt da ja schon schnell dahinter, dass man viel zu viel Zeit verpasst hinter die Röhre. Also musikalisch, jetzt ist die Band 5 Leute da, die passt, die tourt, alles ist im Rechten. Ich weiß, du bist ein ganz kreativer Typ. Ist die neue CD ist, ja, wie alt ist die? Ein paar Monaten? Nein. Ja, ein paar Monaten. Ich weiß, dass das Gehirn von Henrik ist wieder schon auf 2019 projektiert. Gibt dann eine Überraschung wieder? Ja, bestimmt. Ich meine, das macht ja auch jetzt viel Spaß, hier auf Tour zu sein mit den Jungs. Und beim Soundcheck machen wir auch viele neue Sachen schon. Und viele Ideen, dann, die durch einfache Jams zustande kommen. Und dann hat man natürlich schon wieder Lust, ein neues Album aufzunehmen. Ich glaube, das machen wir auch relativ schnell. Aber wir wollen uns auch so ein bisschen Zeit lassen, damit das nicht zu überstürzt ist. Ne? Weil man braucht schon viel Zeit für gute Musik. Henrik, wir haben es kurz, du stehst ganz kurz bevor dein Auftritt hier in Oberhausen. Vielen Dank für die kleinen Kritik. Danke auch.